Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wir haben in der letzten Folge draußen ein wenig rumgewerkelt. Und dann auch noch drin ein bisschen rumgewerkelt. Aber vor allen Dingen deswegen, weil wir von Zombies Besuch bekommen haben. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, ich habe soweit alles wieder repariert. Zumindest vermute ich das. Okay, hier nicht. Das habe ich schon gesehen. So. Ich habe heute keinen roten Block mehr da. Jetzt wird hier erstmal das Dach reingezogen, damit mich die Zombies nicht dauernd hier überraschen können. So. Es ist Freitagmorgen. 8 Uhr. Und da ich morgen eine Folge brauche und am Sonntag eine Folge brauche, habe ich jetzt etwas Stress, weil ich auch gleichzeitig für die nächste Woche mehr oder weniger aufnehmen muss, weil ich Mittwoch bis Samstag nicht da bin. Das war nichts. Und dementsprechend muss ich jetzt quasi hier vorarbeiten. So, dann reparieren. Ich werde jetzt hier nur die Decke reinziehen, danach mich schon auf dem Weg zurück Richtung Tanke machen. Da ich nicht mehr rennen kann, aufgrund dieses dauernden Fallens und Verletzen des Beines, des Fußes, je nachdem, ist das ein bisschen blöd und deswegen muss ich ein bisschen früher schon zurücklaufen. Weil wegrennen kann ich vor Zombies aktuell nicht. Na, was los? Ja, sag mal. Zielen ist schon eine Kunst. Und das reicht nicht. Ich brauche noch mehr Holz. Das ist nicht schön. Naja. Wir haben die letzten Zombie Horden überstanden, die hier das Haus überrannt haben. Ich muss auf dem Weg zurück auf jeden Fall wieder Holz mitnehmen, damit ich die Nacht über was craften kann. Und den Großteil aus der anderen Hütte quasi auch schon mitnehmen, damit ich den Umzug endlich komplett vollziehen kann hierher. So, das war's. Super Sache. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber mehr habe ich jetzt nicht. Und ihr seht, das hier ist Rennen. Ja, das hier ist Gehen. Erkennt ihr den Unterschied? Nee, ich auch nicht. Gut. Haben wir von hier noch irgendwas, was man brauchen könnte? Ich könnte die mitnehmen. Weil dann kann ich während des Laufens schon mal ein paar neue Pfeile herstellen. So. Und hiervon wieder was. Und dann geht's zurück. Wir lassen hier die Tür offen, für den Fall, dass Zombies kommen, dass sie durchlaufen können. Hier ist alles gut. Hier links haben wir den Boden ein bisschen angepasst. Wir haben die Wand weg, die Wand rausgehauen, damit die Zombies da eben runterstürzen und nicht auf mein Haus kommen. Das war meistens das Problem. Meistens kamen die Zombies hier aus Westen und haben von da aus mein Haus besucht. Das wollte ich jetzt ein bisschen umgehen, indem ich da einen Graben mache, der zwar nicht tief genug ist zum Verletzen, aber da unten sind noch ein paar Spikes. Ich hoffe, dass die einigermaßen verletzen, sodass es dann okay ist. So einen richtigen Graben ziehen wollte ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Jetzt aber erstmal wieder die Axt reparieren. So, wie viel hast du noch? Dann brauchen wir etwa, ja, ein paar 30 reichen. So. Dann können wir hier auf dem Weg wieder ein paar Bäume mitnehmen. Dann wollen wir mal schauen. Es ist nach Tag 20. Es ist Tag 20. Das heißt, demnächst kommen wieder Horden an. Etwas größere. Für die Hände habe ich schon was, aber ich glaube, die hier sind besser.
So. Hunting Rifle, den Wooden Club brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann passt das. So, demnächst kommt dann wieder eine der größeren Wellen. Zumindest müsste das der Fall sein. Müssen wir mal schauen. Wie wir damit dann umgehen in der Nacht. Das heißt, ich sollte jetzt auf keinen Fall irgendwelche gefährlichen Sprünge oder sonstiges vornehmen. Da beim nächsten tieferen Fall, ich glaube, das reicht sogar schon, wenn es zwei Blöcke tief ist, ist das Bein komplett gebrochen. Und gebrochenes Bein in der Zombie-Apokalypse ist nicht gut. Das ist quasi so, wie man das kennt, wenn ein Pferd sich das Bein gebrochen hat. Zumindest früher war es so, inzwischen ist es ja nicht mehr so. Gott sei Dank für die Pferde. Weil ihr seht, Rennen ist nicht gerade meine Stärke aktuell. Oder meine Shift-Taste ist kaputt. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich konnte vorhin noch groß schreiben, also liegt es doch eher am eher miserablen Zustand meines Beines. Aber solange ich aktuell hier schon Ruhe habe, geht das. So, was gibt's Neues? Wir sind ein wenig, mit wir meine ich Barkate, also Alex und ich, sind ein wenig am Planen. Speziell, weil demnächst bei mir die 50. Episode von Town of Salem ansteht. Town of Salem quasi das Spiel, mit dem ich hier angefangen habe. Und da ich eine neue Leitung bekomme, habe ich eigentlich vor, auch ab und zu mal einen Stream zu machen. Es ist wie gesagt noch in der Planung, aber aktuell sieht es so aus, als wollten wir. Lass mich überlegen, ihr kriegt das da am nächsten Wochenende. Eventuell einen gemeinsamen Town of Salem Stream machen. Vielleicht wird er noch dann auf Seven Days to Die ausgeweitet. Müssen wir mal schauen. Wir wissen, also ich weiß jetzt auch noch nicht, ob wir das bei Twitch machen oder was über YouTube machen. Das hat der Alex vorgeschlagen, damit ihr informiert werdet. Müssen wir mal gucken, was sich eher anbietet. Aber das wird auf jeden Fall noch geklärt. Und dafür auch, es gibt noch ein Infovideo, das muss ich auch noch machen. Das nächstes Wochenende sein. Es wäre eigentlich blöd. Ich komme erst samstags wieder. Stimmt das überhaupt, was ich gerade sage? Lasst mich kurz überlegen. Haben wir jetzt diese Woche? Nee, in 2 Wochen ist es. 15. Richtig, 15. August wär's. August. Mann, was ist denn los? 15. November wär's. Ignoriert mich einfach. Es ist zu früh am Morgen. 15. November wäre das, der Tag, an dem wir dann eventuell streamen würden. Vielleicht auch freitags. Das wäre dann der 14. dementsprechend. Ich habe mich schon gewundert. Nächstes Wochenende zu planen, zu streamen wäre irgendwie blöd, wenn ich eventuell nicht da bin. Beziehungsweise erst sehr spät komme. So, was haben wir hier? Nur noch ein paar Handschuhe. Nett. So, erstmal hier was schnabulieren, damit wir das auf jeden Fall gemacht haben. Und noch ein, komm, Karnickel ist gut. So, nehmen wir das. Ich hatte, glaube ich, keinen Kochtopf und einen anderen Ding. Ich hatte auch keinen Grill da. Und einmal Wasser müssen wir noch mitnehmen. Daraus machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Holz. Stein, so danach noch craften. So, jetzt habt ihr wieder den langweiligen Part vor euch. Ihr könnt quasi nur zusehen, wie ich hier warte und ein bisschen koche. Okay, mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Viel mitnehmen kann ich jetzt offensichtlich auch nicht. Da ich schon wieder relativ voll bin in meinem Inventar. Ich hätte natürlich auch leerer loslaufen können, wäre cleverer gewesen. Aber naja, wird schon klappen. So.
Den hier brauche ich erstmal nicht. Das Dosenessen brauche ich auch erstmal nicht. Passt soweit. Die kann ich inzwischen eigentlich auch mal verbrennen. Das werde ich ja nachmachen, weil der bringt mir nichts mehr. So. Ich hoffe, die Autos im Hintergrund nicht allzu stark. So, mal gucken, wie lange die Buffs noch anhalten. Also dieser Buff. Der hält noch 4 Ingame-Stunden. Danach nochmal 40 Minuten. Das heißt, mit etwas Glück kann ich dann... entschuldigt, da kam gerade eine WhatsApp-Nachricht rein. Danach noch 40 Minuten, das heißt, in 2 Folgen kann ich mir nochmal rennen, sofern ich mich nochmal verletze. Das heißt, ich muss extra vorsichtig laufen die ganze Zeit. Das heißt, Blumentöpfe an, nicht Blumentöpfe, sondern die, Garnituren meines Fensters. Wie heißt denn das? Blumenkästen. Trifft's eher. Blumenkästen anzubringen ist ein wenig schwierig, denn sonst falle ich da wieder runter oder dann habe ich wieder eine Beinverletzung, dann kann ich wieder nicht rennen und das möchte ja keiner, zumindest ich möchte es nicht und ich denke, ihr wollt es auch nicht, denn mit diesem nicht rennen können ist irgendwie nachteilig. Da kann ich nämlich keinen Zombies entkommen. Und ich kann auch nicht wirklich looten gehen. Und ich wollte eigentlich mal wieder auf Loot-Tour unterwegs sein. Denn dauert nur dieses Basteln hier. Am Haus ist schön und gut. Ich freue mich auch, wenn es fertig ist. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Da innen noch nicht ganz ausgebaut ist. Ne, ich dachte schon, ich habe Zombies gehört. Da innen noch nicht ganz ausgebaut ist und auch die Sicherheit noch nicht wirklich gewährleistet ist. Speziell jetzt von vorne muss man mal gucken, muss ich vielleicht ein paar Zwischentüren machen. Ich habe oben noch keinen Schutz gegen Spider-Zombies angebracht. Muss ich auch noch machen. Ich denke mal, ich werde die Höhe, wie sie jetzt ist, belassen, weil dadurch können die Zombies oben drauf laufen. Das passt eigentlich so. So. Hast du. Sehr schön. Ne, den brauche ich gleich noch zum Tee kochen. Wie viel Wood-Frames brauche ich denn noch? Eigentlich nichts. Also 96 auf gar keinen Fall. 48. Könnte hinkommen. Im Notfall habe ich halt noch welche übrig. Das passt schon. 48 Stück ist gut. So, Wasser ist fertig. Da kommt jetzt Tee rein. Wie lange? 5 Minuten, das ist das. Ich könnte natürlich vor, ich hätte natürlich vorher nachzählen können, wie viel ich brauche, damit das genau passt, aber da war ich ehrlich gesagt jetzt zu faul zu. So, passt. Es dauert noch 5 Minuten. Das wird auf jeden Fall außerhalb dessen sein, wo ich noch hier in diesem Haus bin. Wir haben noch 157 Pfeile, da werden wir noch ein paar dazu machen demnächst. Wenn hier dann die Frames fertig sind. Eigentlich wollte ich ja den Bogen verbrennen. Dann mache ich es nämlich so. Super Sache. Wenn man das auch erledigt, ganz kurz auf den Timer gucken. Noch etwa 10 Minuten. Das heißt, ich komme auf jeden Fall nochmal zurück. Werde auf dem Weg dahin wieder ein bisschen Holz mitnehmen. Denn davon kann man nie genug haben. Speziell wenn man mit Holz baut.
Ich müsste eigentlich auch noch mal anfangen zu meinen. Ich habe nicht einmal gemeint, richtig. Aber ich brauche in dem Sinne eigentlich auch nichts von unter der Erde. Von daher passt das eigentlich aktuell noch. Ja, genau. Ich wollte jetzt einen Schlafsack mitnehmen. Auf jeden Fall. Von hier brauche ich nichts. Die Kochtöpfe kann ich alle mitnehmen. Das Dosenessen hier kann ich mitnehmen. Das Sandwich kann ich mitnehmen. Die Eier. Die wechsle ich sicher jetzt aber mal aus. Nicht, dass ich dazu verleitet werde, aus Versehen hier auf Essen zu drücken. Das ist immer ganz unpraktisch. Die Beeren kann man mitnehmen. Die Kartoffel kann man mitnehmen. Weil wir schon kurz noch 5 haben, macht das nicht mehr viel aus. Weil ja auch nicht mehr wirklich viele Zombies aktuell sind. Das wird die Ruhe vor dem Sturm sein. Die zwei Tode nerven mich halt immer noch. Die waren so sinnlos. Speziell der erste. Weil hier drin mitten einfach die ganzen Zombies gespawnt sind. Und ich da nicht mehr wegkam schnell genug. Das war sehr ärgerlich. Zum Glück ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich immer Ruhe gehabt die letzten Male. Kann gerne so bleiben. Wir werden es ja sehen. Und in der nächsten Nacht müsste eigentlich die nächste Horde kommen. Denn die kommt ja alle 7 Tage. Jetzt mal gucken, wie das so läuft. Bis dahin sollte ich auch wieder fit sein. Also jetzt ganz vorsichtig sein, was mit diesem Bein abgeht. Keine mutigen Stunts mehr machen. Sondern ganz normal hier. So. Und los geht's. Wieder zurückmarschieren. Ah, doch, ein bisschen schneller bin ich. Weil ich jetzt wieder im einen Status drunter bin. Das heißt, ich kann jetzt wieder ein wenig schneller laufen. Oh. Das war jetzt unüberlegt. Kaum sage ich, wir müssen vorsichtig sein. Springe ich erstmal einfach runter, ohne vorher zu gucken, wie tief das eigentlich ist. Gute Idee. Das soll ich des Öfteren machen. Denn nur so kann, habe ich eigentlich Platz im Inventar? Naja, habe ich nicht. Ich dachte mir gerade so, Habe ich jetzt das wieder mitgenommen? Natürlich habe ich das wieder mitgenommen. Komm mit, was ist da los? Du nicht. So, mal oben, das bisschen Holz, was da oben ist, das lasse ich jetzt gerade mal da sein. Ich weiß, völlig unnötig und völlig sinnlos einen Baum gefällt. Aber ich habe gerade beim Laufen überlegt, so, du hast dich eigentlich relativ voll gemacht, als du losgelaufen bist. Hast du überhaupt Platz für das Holz, das du mitnehmen willst? Antwort: Nein. So, man aber hier raus jetzt wieder Short Metal Pipes, dann habe ich mich wieder einen Platz gewonnen. Und dann passt das schon. Ja, mal gucken, ob ich da jetzt ein Flachdach draus mache oder ob ich da wirklich so ein schönes steiles Dach draus mache. Also ein klassisches, wie man es kennt. Flachdach hätte den Vorteil, dass die Zombies schlecht da reinkommen, weil sie sich einfach gerade ausschlagen können. Und gerade so ein Dach ist eigentlich relativ instabil, wenn es gebaut ist. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr zum Beispiel in der Farm seid, oben im Obergeschoss und da einen Stein, einen Block wegmacht, bricht euch das gesamte Ding unter den Füßen zusammen. Das ist mir zumindest öfters passiert. Und das will eigentlich keiner. Und wenn ich das da so ein selbstgebautes Dach habe, könnte das auch passieren.
So. Zurück geht's. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich lasse das so. Das sieht halt aus wie ein Klotz. Das ist es auch. Wobei ein Dach natürlich eigentlich passen würde. Gerade, dass ich da oben eben auch den Schutz vor Spider-Zombies reinmachen kann. Unentschlossen. Das ist schlecht, wenn man unentschlossen ist. Man sollte wenigstens eine genaue Idee haben, dass man die umsetzen kann. Aber das Haus ist mehr oder weniger so entstanden. So ein klassisches Haus, wie ich es vorher hatte, wollte ich jetzt nicht bauen. So, wir brauchen auf jeden Fall etwa 50 Steine. 48 ist perfekt. So, hallo, ich bin zu Hause. Wartet hier jemand auf mich? Nein. Offensichtlich nicht. Einmal Eier. Was zu essen und noch mehr essen. Hier ist auch noch nicht wirklich Ordnung drin. Aber das kommt schon noch, keine Sorge. Wird sich auf jeden Fall entwickeln. So. Sobald ich nämlich hier wirklich einziehen kann, wird das hier auch ordentlich sein. Hoffe ich zumindestens. Und zwar wirklich ordentlich, denn das hier ist aktuell reinstes Chaos. So, Kartoffelschirr kommt auch dazu. Tee. Hier habe ich Kohle gesehen. Du raus, du rein. Und lässt hier noch Wasser kochen. Einmal. Zack, zack, zack. Koch, Junge. So. Jetzt haben wir sogar zwei Grills. Na egal. Entschuldigt bitte. Aber noch ein bisschen habe ich so im Hals. Ab und zu mal kommt ein Huster. So, da muss ich noch einen roten Block reinsetzen. Und ich glaube, ich habe etwas knapp kalkuliert mit den 48, wobei. 3, 4, 5, 6 und 2, 3. Oh ne, es wird genau passen. Super geplant hier. Na komm. Boah, Weltklasse. Das ist einfach fast genau passt. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. So, jetzt erstmal hier von oben schön zutackern das Ganze. Hier machen wir aber doppelt. Auf jeden Fall. Ich werde eventuell den Gang über den Treppen noch mal ein bisschen offen lassen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich nicht noch ein Dach drüber ziehen soll. Aus dem Grund bin ich noch ein bisschen unschlüssig. So, das war das Element mit dem etwas Muster reinbringen in der Wand. Könnte natürlich noch ein bisschen Eisen verstärken. Dann wäre das hier auf jeden Fall sicher. Aber das seht ihr, wenn überhaupt, erst beim nächsten Mal. Denn die Folge ist gleich rum. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten wieder dabei. Bis dahin. Schönen Abend. Und ciao.